ich sollte auch nicht unbedingt sehr schnell fahren. Hallo Leute, willkommen zurück bei Retox für unser Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ja, neue Folge und es geht weiter los Richtung Brüssel. Ja, ich guck mal, ob okay, alles gut. Fahrt Motor anschalten. vorsichtig. Ja, fahrt vorsichtig. Ja, Dankeschön. Das werden wir auch einfach machen. Okay, Handbremse weg. Schaltung. Und willkommen zurück bei unserem Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ja. Okay, alles frei. Ja, sieht gut aus. Und wir fahren Richtung Brüssel für unsere Loklieferung. Ja, bestimmt in dieser Folge werden wir auch diese Lok liefern. Ja, ich glaube, da sind wir auch nicht mehr so weit weg. Wir sind sowieso jetzt in Belgien. Okay, drüber gehen. Oh, was war das? Ich habe nicht aufgepasst. Okay. Okay, jetzt schalte ich auch Geh mal die geradeaus. Tempomat. Okay, immer geradeaus. Okay. Ich lasse auch Platz für die andere Verkehrsautos oder PKW. Und ja, willkommen zurück mit unserem Projekt Euro Truck Simulator 2. Ja, jetzt über 100 Folgen habe ich gedreht. Es ist einfach eine Herausforderung, aber ich habe Spaß. Und ich bin auch zufrieden zum auf Erfolge das ganze Spiel mit euch, weil es gibt immer etwas Neues. Gut, mal warten auf jetzt auf jeden Fall auf eine neue DLC oder ja, Map-Erweiterung. Spanien und Portugal soll kommen, aber ich weiß auch nicht wann. Da ist auch kein Info verfügbar für den Moment. Werden wir sehen. Vielleicht kommt das noch dieses Jahr raus, Anfang September oder Ende Oktober. Werden wir sehen. Aber ich gucke mir auch einfach immer gern bei Chris Maximus die Information, weil der hat auch sehr, sehr viel Information. Er ist auch schon lang mit das Projekt beschäftigt, mit das Spiel. Und ja, ich gucke auch sehr gern bei ihm. Oh, Benzin, ja, ich sollte auch tanken. Ah ja, stimmt, da hatte ich nur. Ich habe nur geschlafen vorher. Ja. Bevor dass ich komplett leer. Okay, was war diese Auto PKW? Ja, okay. Anbremst, jawohl. Ja, und wie gesagt, diese ganze neue Umgebung, das haben die auch sehr, sehr gut gemacht. Man hört auch besser den Motorsound. Auch von dem Verkehr. Hopp. Und raus. Okay. Schlaf, nein, brauche ich auch nicht. Okay, alles gut.
Okay, ich sollte auch auf die andere Spur gehen, ja. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Okay, links halt, ja, okay. Immer geradeaus. Werden wir auch machen. Okay, aber jetzt hier langsam 40, 40, 40 erlaubt. Oh, aber jetzt. Sie sehen das auf einmal, die Lok. Es ist schon schwer. Okay, alles frei. Ja, sehr wichtig, dass alles frei ist. Da will ich auch keinen Unfall bauen. Boah, schaut ihr das an, wie schnell der ist mit seinem PKW. Da hat er mich überholt wie Butter. Okay, Tempomat anschalten, jawohl. Oh, Baustelle, ja gut. Mit 80 km, ja, ohne Problem. Ja gut, aber der andere ist jetzt langsam. Jetzt fragt man sich, er hat mich überholt und, doch, er gibt jetzt wieder Gas. Ja, und ich war auch ganz normal mit die Regelung, Temporegelung. Da brauche ich auch nicht unbedingt schnell zu fahren, weil ich habe auch keine Verspätung. Das ist alles super gut gelaufen. Rechts Okay, halten rechts und dann halt. Ausfahrt rechts nehmen. Und Ausfahrt rechts nehmen. Okay. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, gern, 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 gern. Alles gut? Ja, alles gut. Tipptopp. Okay, Tempomat, ja, es dauert noch, bis ich bin auf die 80 km Geschwindigkeit, jawohl. Jetzt ganz ruhige. Okay. Jetzt ist die Frage, da war Brüssel geradeaus. Welche Ausfahrt soll ich nehmen jetzt? Ah, er sagt mir geradeaus, okay. So, die Navi sagt mir geradeaus. Immer geradeaus. Okay, immer geradeaus.
Okay, und dann jetzt rechts abbiegen. Rechts alt, okay. Oh. Biege nach rechts ab. Ein Autoproblem, so PKW-Problem. Okay, und wir kommen nach Brüssel. Und jetzt, ja. Okay, das war knapp. Hallo, jawohl. Es war sehr knapp gewesen. Okay, wir kommen auch direkt in Brüssel rein. Nacht. Hoppla. Grün. Oh, was hat er gemacht? Habt ihr das gesehen? Ah! Er hat mich überholt für wieder. Oh, ja, ja, ja. Normal darf der Ordner das nicht, oder? Ich habe auch keine Ahnung. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay, rechts alt. Erstmal. Biege nach rechts ab. Ja, ich fahre ganz langsam, weil das ist rot. Ah, das war auch Wahnsinn mit dem LKW vorher. Er hat Glück, dass ich war so langsam. So, okay. Biege nach links ab. Links, okay. Und? Endlich, wir sind da. Ah, wir sind da. Okay. Okay, Folge. Auf die Marsischer G, weil ich nehme die kleine Herausforderung. So, aber jetzt. Wo ist. Die Abladestelle bestimmt. Das ist. Ja. Ganz klar. Ganz klar, dass es kommt, auch keine große Komplikation. Okay, absatteln, Motor aus. Puh. Ja, es war verspätet. Okay, Abzug für Unpünktlichkeit. 3.281. Okay, trotzdem, ich habe trotzdem 40.000 verdient. Aber warum war ich mit Verspätung da? Da habe ich auch keine Ahnung. Okay, fortfahren. So, wir schauen, was man könnte auch für Angebot bekommen. Auftrag, ja, weil sowieso ich bin auch ohne auf Flieger, ihre erstmal Brüssel, was haben wir? Oh, wir haben eine Baggerschöffel, okay, bis Amsterdam. Das könnte man auch machen in dieser Folge. Das ist auch eine spezielle Transport, das nehme ich auch mit. Ah, oder soll ich das Nutzfahrzeug-Chassis nehmen? Das wäre auch einfach sehr gut. Ja, ich werde sagen, man nimmt diese Nutzfahrzeug-Chassis. Sowieso, ich könnte das auch nehmen. Okay, jetzt Achtung. Auf geht's. Es bremst, jawohl. Jetzt die Frage, wo ist diese ich muss raus. Okay. Biege nach rechts ab. Biege nach rechts ab. Ja, sehr gern. Machen wir auch.
Okay, ich fahre sehr schnell. Normal sollen wir das nicht machen. Oh, schön auflieger Scania zu sehen. Oh, okay, Moment mal. Ich bin wieder falsch. Und die Dame hat noch nicht mal gesagt, oh, ich soll darüber kommen. Okay, jetzt. Es ist vorbei. Ja, danke. Zu spät, hein? Zu spät hat sie das gesagt, aber kein Problem. Ich bin dabei. Okay. Das nehmen wir. Okay, fortfahren, jawohl. Fertig zum Losfahren. Okay. Uff, was ist das für ein Fahrzeug? Uff, jojojo. Und jetzt ja, wir fahren noch eine einmal auch begleitet. Es passiert auch nicht so viel bei mir auf meinem Kanal, dass wir machen auch so welche Auftrage. Aber jetzt, wir sind dabei. Okay, das ist nur ein Chassis. Okay. Ja, da fällt noch die Reife. Weil ja normalerweise das Teil ist sehr, sehr breit. Ja, super. So, ich nehme das zweite System. Das ist auch einfach das Beste. Okay, fahren wir los. Oh, ui, ui. Was ist passiert? Okay, warum? Was war los? Ah, ja, okay. Ich weiß ganz genau. Ich sollte einfach lieber. Kannst rechts nehmen, ja, weil sonst. Da komme ich auch nicht weiter. Ja, Sie sehen auch, dass es ist nicht so leicht einfach. Biege nach rechts ab. Ja, okay. Okay. Komme ich weiter? Jawohl. Uiuiui. Was ist hier los? Okay. Ich brauche Kraft, okay. Aber nein, da brauche ich auch keine Kraft, oder? Was ist hier los? Hallo, ich habe 750 PS. Das ist der stärkste Motor, einfach. Was ist hier los? Okay, rückwärts vielleicht. Oh, ja. Was ist hier los? Okay. Auflieger, schade, 1%. Prozent, okay, warum? Oh, je. Warum komme ich nicht raus? Ja, schon gut, schon gut. Okay, aber jetzt, ich habe auch keine Ahnung, warum ich komme nicht mehr raus hier. Okay, ich werde sagen, ich nehme diese andere Spur und dann gehen wir wieder drüber, ja. Wow, aber langsam.
Ja, hallo, die müssen alle. Warum? Immer geradeaus. Okay. Sowieso fahren wir alle Ampel rot. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay, rechts halt. Biege nach rechts ab. Ja, schon gut, schon gut. So, jetzt voll Gas. Hallo? Ah ja, was macht er jetzt? Hallo? So, aber jetzt, ich habe auch keine Ahnung, was will der mal jetzt? Er will ihre schlafen oder wie? Ah ja, was macht er? Hallo? Wir sollen fahren. Okay. Ich könnte auch bestimmt weiterfahren. Bitte auf hintere Begleitfahrzeug warten. Okay. Ah, jetzt nicht warte. Oder ist das, weil die Ladung zu groß ist? Ah, aber jetzt der Fahrt auch wieder. Okay. Oh. Ja, das ist so eine Sache. Es ist auch gut gemacht, muss ich auch zugeben, aber Sie sehen auch, dass trotzdem ab und zu, man bekommt auch Probleme. Weil ja, die Ladung ist sehr groß und ja. Okay, ich fahre auch mit Tempomat jetzt. Achso, wieso? Ich habe auch jetzt keine Wahl, weil der Mordere fährt auch nicht so schnell. Und da will ich auch keinen Unfall bauen. Man könnte auch schauen, die ganze Ladung. Oje, oje. Riesige Teile. Ja gut. Ich könnte auch nicht mal sehen, wo war diese hintere Fahrzeug einfach. So, Calais, Duisburg, aber gut, ich weiß auch nicht. Spurwechsel, Manöver. Okay. Dann normal, ich glaube, ich muss ja darüber. Ja, hallo? Spurwechsel, Manöver, ja, was macht er? Hallo? Ich muss auch nicht raus, oder? Immer geradeaus.
Ja, immer geradeaus. Ja, okay, und, was macht er? Aber der muss auch vorwärts kommen, er. Unfall für Rosa. Ja, okay. Ja. Er muss auch vorwärts fahren. Hallo, Kollege. Ja, das ist nicht optimal gemacht. Ne? Sie sehen auch, dass da fahre ich auch mit Problemen. Okay, da werde ich auch sagen, ich mache Tempomat auf 50. Er soll Gas geben, aber ich nicht. Ach sowieso, der fährt auch nicht so schnell. Schaut dir das an. Da war ich vorher mit 60 Tempo und jetzt 50. Da fährt er auch nicht so schnell. Okay. Oh, was? Du warst angehalten bei dem Begleitfahrzeug. Oh. So, wir sind zurück. Zeit zu gehen. Ich weiß auch nicht, was ist passiert, aber Sie sehen auch, dass diese Spezialtransport, es funktioniert auch nicht so toll jetzt auf einmal auf diese neue Update. Hein? Gut, vielleicht müssen Sie noch was dran arbeiten. Die Entwickler, aber ich war auch nicht so schnell. Hein? Ich glaube, ich muss auch mit 40 fahren. Ja, vielleicht ist das auch so, dass ich war zu schnell und die Begleitfahrzeug, ja, die sind extrem sehr langsam. Ne? Gut, fahr mal locker, 42 km/h. Wir haben Zeit. Sowieso, ich fahre langsam, er fährt auch sowieso auch langsam. Okay, das könnte auch eine Stunde dauern, die Mission, oder? Mit 40 km/h durch die Autobahn. Aber wirklich riesige ist diese Lieferung. Ne? Okay, ich war mit 40. Oh. Sowieso jetzt, wir sind im Niederland. Ja, vielleicht war ich auch nicht so schnell. Boah, was war das? Prozent Schade. Okay. Zum Glück habe ich auch nicht so das Geld nötig für den Moment. Ja, ich glaube, das mit dem Teil muss man sehr, sehr langsam fahren und mittlerweile sogar die zweite Spur nehmen. Weil ja, 10% Schade, das ist mir noch nie passiert. Okay, Moment. Anpasst deine Geschwindigkeit, okay. Ja, ich fahre ganz langsam.
Okay, fahr mal auch jetzt. Ja, ich gebe auch nicht so viel Gase, weil ich sehe sowieso, dass wir haben auch Probleme, wenn man zu schnell fährt. So, man könnte auch sehen, See, die Nordsee. Ja, ich nehme auch so viel Platz einfach. Oder? Wahnsinn. Aber gut, ich muss sagen, man bekommt auch nicht so viel Geld. Oder? 10.000 war die Gewinn. Ja. Jetzt minus 10%. Ja. Vielleicht liege ich beim 6.000 Gewinn. Und dadurch, ja, ich fahre mit meinem Privat-LKW. Ja. Okay, seit lang. Ich habe auch sowieso nicht etwas gemacht mit Spezialtransport, aber Sie sehen auch, es ist auch immer noch sehr schwierig, diese Lieferung zum Abschluss manchmal. Ne? Aber es macht auch Spaß. Wer liebt Komplikationen, dann ist er auch gerade voll dabei einfach. Aber ich muss sagen, ja, bis Amsterdam, es wird dauert jetzt die Folge, oder? Ich weiß es nicht ganz genau. Vielleicht könnte ich auch jetzt Gas geben. Ah ja. Jetzt nimmt er auch Tempo. Aber ja. Wieder langsam, wieder langsam. Okay, aber jetzt auf einmal, der fährt einfach ja, mit ordentlichem Tempo. Okay, was macht er jetzt? Weiter, okay. Da fahre ich noch nicht mal mit 30 Tempo, ja. Rotterdam, okay, aber ich sollte weiter, geradeaus. Okay. So, geradeaus. Ja, langsam fahre, weil sonst, wenn ich überhole ihm, ist alles vorbei. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay, rechts halt. Biege nach rechts ab. Ja, schön klar, schön klar, schön klar. Aber, ja, ich muss sehr viel Platz nehmen. Mit dieser Auflieger. Oh, aber ich bin zu schnell.
Ja, ich sollte auch nicht unbedingt sehr schnell fahren. Und ich habe Erinnerungen von diesen Tunneln, da sind wir im Dänage. Weil es gibt so einen Tunnel auf die Autobahn Richtung Amsterdam, Rotterdam. So, nach Rotterdam. Ja, es ist normal, dieser Tunnel, der von so Rotterdam bis Den Haag, und von Den Haag kann man sowieso nach Amsterdam fahren. Okay, langsam, langsam. Und ja, da kommt die Flughafen Schiphol. Das ist die Flughafen von Amsterdam. Da sind wir auch nicht mehr so weit weg von Amsterdam. Da hat er ein Problem, der LKW. Auch mit dem Tempomat. Gut, wir sind auch bald am Ziel normalerweise. Wenn das ist die Flughafen von Amsterdam. Oh, das könnte man auch schauen. Oh, geile. Die Details sind auch immer sehr gern zu sehen. Dieses ganze Flugzeug. Und da. Boah, ja. Ich wusste das auch. 2% Schaden wieder mehr dazu bekommen. Oh, ja. Okay, normal, ich sollte rausgehen, ja. Oder Amsterdam, ja, immer raus, okay. Ja, wir sind auch nicht mehr so weit weg von Amsterdam Bitte normalerweise. rechts halten. Ja, ich muss raus, okay. Ja, es gibt dieses Mal wieder eine lange Folge. Aber Sie haben auch gesehen, dass wir haben auch einen Spezialauftrag genommen und Nimm die Ausfahrt rechts. eine Lieferung abgeschlossen. Zum Glück fahre ich auch Biege nach nicht so rechts ab. schnell. Ja, okay. Ja, aber was macht er, der Kollege? Ah, geradeaus, okay. Könnt auch die Licht ausschalten. Boah, aber ich nehme auch das ganze Autobahn für mich allein. Okay. Okay, das gibt einen Spurwechsel. Okay.
Ja, und die links halten und dann links abbiegen. Okay. Biege nach links ab. Okay, Achtung, Achtung, Achtung. Ja, was macht er mit seinem Auto? Er hat nicht gesehen, ich habe eine große Ladung. Ach du liebe Gott. Puh. Keine Aufregung. Ja, und da frage ich mich, warum, das ist auch nicht eher gesperrt, die zweite Spur, weil... Okay, langsam fahren, ja. So, hallo, fahr doch. Oh, ich muss das am in einem Schiff abliefern oder wie? Okay. Biege nach links ab. Nach links, okay. Ja gut. Ja, Achtung. Okay, es wird kompliziert jetzt, Leute. Ah ja, super. Ah. Keine Panik. Okay, ich bin raus. Okay, super. Aber es wird kompliziert, oder? Wir sind fertig. Ja, ja. Moment mal. Wir sind fertig, noch nicht. Okay, wo ist die Lieferung? Hallo? Was ist das für eine? Okay, langsam. Ja, das hilft auch nicht. Was ist hier los? Ja, sollte ich ihre erfahren? Ich habe auch keine Ahnung. Okay, ich habe auch keine Ahnung, ob ich sollte ihre erfahren mit diesen Teilen. Aber gut, ich sehe auch schon zwei Sachen. Okay. Ja, okay. Ich bin auch gut dran, oder? Oder soll ich noch... Moment mal. Ja. Ja, gut. Es ist kompliziert jetzt, Leute. Wir machen das schnell jetzt. Und parke, okay. Gut Arbeit, ja. Ja, trotzdem, gut Arbeit. Was war das für gute Arbeit? Okay, aber dadurch, ich werde sagen, ich beende hier diese Part.
Es freut mich, wenn das hat euch auch gefallen. Und wir sehen uns in einer neuen Folge gemeinsam. Bleibt sie dran. Nächste Folge. Es wäre auch bestimmt etwas gemütlich. Jetzt habe ich viel Stress gehabt. Es langt mir. Ciao, mach's gut.